Ein wesentlicher Vorteil dieses Gerichtes ist definitiv auch, dass es einfach so schnell geht. Den Cognac-Reis muss man ja nur einmal kurz erwärmen. Die Soße ist relativ schnell zusammengemixt und so ein Hähnchen, naja, das brät natürlich auch nicht unbedingt 3 Stunden lang. Kommen wir nun zum letzten Rezept unserer kleinen Serie an Rezepten unter 300 Kalorien. Und ich habe für euch jetzt eine kalorienreduzierte und kohlenhydratreduzierte Garnelenpasta. Wir machen unsere Tomatensauce selbst und ich habe das Ganze ein wenig asiatisch angehaucht. Das werdet ihr gleich merken, wenn ich euch die Zutaten zeige. Hier haben wir schon unsere aufgetauten Garnelen. Das sind diese hier. Die finde ich nämlich super, weil die so eine leckere Marinade haben, die aber ohne so viel Öl ist und dementsprechend auch nicht so fettreich und auch nicht so viele Kalorien beinhaltet. Unser Gemüse, Pak Choi, Sprossen, ein bisschen Babyspinat und Blumenkohl. Ja, Ingwer und Knoblauch darf natürlich nicht fehlen, ist klar. Und 2 Frühlingszwiebeln. Das hier ist unsere Pasta. Das sind so dickere Cognac-Nudeln. Unsere Tomatensauce machen wir mit jede Menge Tomaten, Tomatenmark und ein klein bisschen Sambal Oelek, damit es eine leichte Schärfe bekommt. Dann haben wir noch ein paar Gewürze, Salz und Pfeffer natürlich auch. Und dieses Gewürz zusätzlich noch, das finde ich passt perfekt, wenn man eine eigene Tomatensauce herstellt. Das gibt dem richtig schön diesen Flair und diesen Geschmack, den man kennt. Wenn ihr das nicht habt, dann könnt ihr einfach von den anderen Gewürzen ein klein bisschen mehr benutzen und vielleicht noch Zwiebel- und Knoblauchpulver hinzufügen. Als Käseersatz nehmen wir heute Hefeflocken. Das ist die vegane Variante zum Käse und das schmeckt sehr, sehr gut. Die findet man in gut geführten Supermärkten eigentlich mittlerweile sehr häufig. Ansonsten im Reformhaus oder im Bioladen definitiv. Ihr könnt natürlich aber auch normalen Leitkäse gerieben drüber streuen. Das ist euch überlassen. Dann fangen wir mal an. Wir schälen zuerst unseren Ingwer und unseren Knoblauch. Den Ingwer hacken wir in kleine Stücken und den Knoblauch presse ich klein. Unsere Frühlingszwiebel teilen wir auf in den grünen und den weißen Teil, denn wir benutzen nur den weißen Teil in dem Gericht. Merkt euch, dieser Bereich der Frühlingszwiebel ist nur als Topping gedacht. Den haut man nicht in die Pfanne oder den Wok mit rein. Ganz wichtig. Das Ganze kommt jetzt erst einmal beiseite und wir kümmern uns um den Rest des Gemüses. Den Blumenkohl wasche ich ab und schneide ihn richtig schön klein. Ich mag das in meiner Pasta lieber, wenn ich da Gemüse reintue, dass das Gemüse nur wirklich so kleine Stücken hat und nicht so große Brocken sind. Das ist Geschmackssache, ihr könnt natürlich auch größere Brocken nehmen. So, der Blumenkohl braucht am längsten zum Garen, deswegen machen wir den jetzt zuerst. Das kommt zuerst in die Pfanne bzw. den Wok mit den Cognac-Nudeln zusammen. Die werden wir jetzt erst einmal abspülen. Und dann kommt der Blumenkohl dazu. Das Ganze dünsten wir jetzt erstmal mit Deckel und Wasser an. Wir brauchen wieder kein Öl, auf ungefähr mittlerer Hitze. Während das da dünstet, machen wir den Rest. Schneiden erstmal unseren Pak Choi. Wir schneiden das Ende ab und waschen den erst einmal. Dann trennen wir Stiele und Blätter, da die unterschiedliche Garzeiten haben und dementsprechend auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten in den Wok kommen. Beides schneiden wir aber klein und dann können wir uns auch um unsere Tomaten kümmern. Ebenfalls abgespült. Wir schneiden die Enden ab und dann schneiden wir auch die Tomaten in kleine Stücken. Die kommen nämlich schon ziemlich früh mit rein, damit der Saft richtig schön auskocht und es erst einmal überhaupt zu einer Soße werden kann. Das hier sind übrigens ungefähr 200 Gramm Tomaten. Die Masse haben wir, die kommt jetzt in den Wok. Wir haben hier jetzt 15 Gramm Tomatenmark und 5 Gramm von dem Sambal Oelek. Das kommt direkt mit dazu. Und jetzt würzen wir auch kräftig. Ich nehme rosenscharfe Paprika, weil ich Schärfe gerne mag. Ihr könnt aber auch die normale Edelsüße verwenden. Und jetzt mixen wir das gut durch. Jetzt sieht das Ganze schon richtig schön tomatig aus. Wer möchte, fügt jetzt noch ein klein bisschen Wasser hinzu. Muss aber nicht sein. Und wer mich kennt, weiß, dass das meine beiden Lieblingsgewürze sind. Ich füge die jetzt noch dazu. Das ist kein Muss. Also, wenn ihr es lieber weniger asiatisch und mehr klassisch pastamäßig habt, dann lasst die gerne weg. Und noch einmal den Deckel drauf und Hitze wieder etwas reduzieren. Das Ganze hat jetzt ungefähr nur 10 Minuten gedauert. Jetzt kommt der Rest hinzu, unsere abgewaschenen Sprossen und unser Spinat und die Blätter des Pak Choi. Und zum Schluss unsere Garnelen und deswegen benutze ich die so gerne, denn wenn ich die auftaue, dann ist hier direkt schon so eine, ja, Soße dabei.
Die gibt noch eine richtig schöne extra Würzung. Die Garnelen schön unterrühren. Noch einmal abschließend den Deckel drauf und dann gart das Ganze jetzt nur noch ungefähr 3 Minuten fertig. Das dauert wirklich nicht mehr lange. Und hier haben wir unsere leckere Pasta. Die Hefeflocken sind wie gesagt der Käseersatz. Ich habe ja auch noch ein bisschen mehr, das kann man dann nach und nach drüber streuen, so wie ihr das gerne haben möchtet. Probiert das wirklich mal aus mit den Hefeflocken. Es ist wirklich super lecker und es schmeckt wirklich käsig, tatsächlich. Und damit haben wir unser letztes Rezept fertig. Ich hoffe, euch hat diese kleine Serie an Rezepten gefallen. Wenn ihr gerne auch noch andere Rezepte unter 300 Kalorien haben möchtet, auch zum Beispiel süße Rezepte, das waren jetzt ja nur herzhafte Gerichte, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!